Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 8.9.2020. Und die Jungs haben den DAX ganz gut gestützt und geschoben bekommen. Also hat sich hier recht, naja, man hat gesehen, die haben sich bis Mühe gegeben, auch wenn in Amerika Feiertag war und da eben nicht viel reinkam. Ganz so überraschend sollte das nicht gekommen sein. Wir hatten geschrieben, dass insbesondere auch durch den Feiertag, durch die großen roten Wochenkerzen und die Tatsache, dass der Markt in der Regel eigentlich nie direkt dann sofort auf dieses Signal aus dem Wochenchart anspringt, sondern immer erst mal Montag, Dienstag zurückläuft, dann zurückkontert, hat man hier gesagt, vielleicht nochmal hier unten drauf auf die 12.900, 12.885, von dort gegebenenfalls dann nochmal hoch bis in den Bereich um 13.135, vielleicht mal kurz über das Tief, über das Hoch drüber gucken, haben aber gesagt, dass das dann schon wieder deutlich schwieriger werden könnte. Wenn Sie jetzt mal so gucken, was er gemacht hat, das ist letztendlich genau das gewesen, was wir hier in die Analyse reingemalt haben. Für den einen oder anderen jetzt sicher rückwirkend ein bisschen, ja, was zum Hand vors Gesicht hauen. Das hat sich durch den Tag, dadurch, dass die Volatilität so unheimlich niedrig war im DAX, nicht immer zwingend toll traden lassen, einfach weil auch kaum Rückläufe drin waren. Das schon eine zähe Geschichte war. Habe zumindest gemerkt, dass sich viele offensichtlich da doch sehr schwer getan haben an dem Tag. Ist nun aber so, auch solche Tage sieht man nun nicht immer, wo wirklich jede Kerze grün ist hier. Kommt nochmal vor, jetzt wird zum Dienstag interessant, jetzt kommen die Amerikaner zurück. Die Amerikaner sind gar nicht so motiviert nach oben zurückgelaufen, wie das jetzt im DAX der Fall gewesen ist. Kann passieren, dass die natürlich jetzt nach oben nachlaufen. Dass die natürlich auch noch ihren Wochenanfangserholung sehen wollen. Und unseren DAX ist dann nach oben ein bisschen rauskegelt, aber ich. Wenn Sie mal so gucken, wie die Kerzen, ne? Also gerade so die erste, so von der Spanne, die zweite, das ist immer kleiner geworden halt. Ne? Also der ist immer kleiner geworden. Und das ist ein Zeichen von Trendschwäche letztendlich. Das haben wir ja im Tageschart, haben wir das auf ganz große Ebene. Hier haben wir es in einer ganz kleinen Ebene. Und das würde schon, ja, es würde zumindest ihm den Start ein bisschen schwieriger machen, sodass ich den Pfeil nach unten hier auf jeden Fall drin lassen möchte. Weil es durchaus denkbar wäre, dass unser DAX nochmal zurücksetzt. Zurücksetzungspotenzial hätten wir dann jetzt hier, das mittlere Bollinger Band müsste sich jetzt hier mit der unteren Kante verbinden. So, ich sag mal so ab 11 Uhr, 13.20, 13.000 durchaus nochmal möglich. Das ist jetzt drin. Und ansonsten alles, was über 13, über 13, 13, na, ja, ich ja. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Alles, was über 13.135 geht, hätte sonst eher mehr den Charakter, sich hier an die 13.200, 13.300 da oben irgendwie in den Bereich rein zu nudeln. Na, das sollte man schon auch mit im Blick behalten. Das ist dann das nächste Rücklauflevel, von dem der DAX auch nochmal zurückkommen gehen könnte. Und alles, was dann darüber geht, muss man dann schon sagen, das wäre zu hart, das wäre schon wieder zu stark ausgekontert, würde dem DAX viele Möglichkeiten nach oben schaffen. Das würde dann tatsächlich schon wieder neue Sachen ins Spiel bringen, 13.445 und dann eben auch schon die 13.570, die sich hier jetzt oberhalb schon mit der Channelkante verbindet. Ha? Ich würde ihn vielleicht nicht ganz zu dicht dran setzen hier, 3.20, die ist mir noch wichtig, vielleicht auch so eine 3.50, 3.60, aber ich glaube, alles, was dann so über 3, ich sag mal, alles, was über 3.60 geht, das wird schon, von hier wird er wahrscheinlich nicht mehr nach unten wegbrechen. Also wenn, dann muss er seine Chance hier nutzen. Unterseitig hat sich sonst auch nicht viel geändert. Trigger kann man vielleicht ein bisschen hochziehen. Ja, es wird jetzt schon ab 900 ein bisschen brenzlicher. Wenn die gerissen werden kann, die wurde gut verteidigt zum Montag. Das ist jetzt das aktuelle Wochentief. Fallen wir da drunter zurück. Unter 865, unter 12.900. Geht Risiko nach unten auf, bis hin zum Tief und wahrscheinlich sogar tiefer. Auch wenn Sie sich mal hier so eine gedachte Linie ziehen, ohne dass ich die jetzt male, weil es wird keine Gerade. Da müsste man unsauber zeichnen. Das mache ich nicht. Aber vom Wirkprinzip wäre das dann auch hier eine Linie. Damit würde auch das passen. Und damit haben wir zwei schöne Optionen im Raum stehen, technisch, die technisch gut reinpassen. Wie gesagt, ich gebe den Wochenchart-Signal ein bisschen Vorrang, wird den DAX nach unten raus sehen. Aber verstehen Sie das bitte, was wir hier machen? Wir wissen nicht, was kommt. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Leute im Nachhinein mit mir versuchen zu diskutieren, wie gut oder schlecht denn die Analyse war. Da haben auch wieder welche jetzt zum Montag jetzt mit mir diskutieren wollen, wie schlecht denn die Analyse gewesen ist. So, weil ich drinstehen hatte, dass die Chartlage negativ ist. Das,
nimmst du das nicht immer so persönlich, was der Markt macht und was die Analyse macht. Das geht einfach nun mal nicht darum, was sie wollen am Markt. Und das interessiert den auch wirklich einen Scheißdreck. Es interessiert den Markt einfach einen Scheißdreck, was sie wollen und wie sie positioniert sind. Entweder sie bewegen sich mit dem Markt oder sie bewegen sich nicht mit dem Markt. Ja? Sie haben nur die zwei Optionen. Entweder sie stellen sich immer dagegen und ärgern sich dann und schimpfen mit anderen, die sich viel Mühe geben, ihnen hier ein bisschen eine Hilfestellung zu geben. Ne? Oder sie versuchen einfach mitzugehen bei dem, was der Markt kommt. Und wenn sie ein Signal sehen, wenn sie sehen, der macht nicht nach unten, ich will nach unten haben, aber der macht es nicht, dann reagieren sie. Ja, verfallen sie nicht ins zu starke Schockstarre, das ist gefährlich, das macht sie angreifbar. Ja, wenn sie nicht reaktionsfähig bleiben, wenn sie nicht flexibel am Markt bleiben, sie müssen immer wendig bleiben halt, ne? Weil der entscheidet sich doch auch jeden Tag um, ne? Was interessiert den denn, was der gestern gesagt hat und wie der gestern gefallen ist? Wenn der heute steigen will zum Montag, dann steigt der halt. Ja, und dann verdient sie halt kein Geld, wenn sie dann sagen, ne, ich will aber, dass er fällt. Sondern dann müssen sie Kopf ausmachen und dann muss da vielleicht auch einfach mal ein Long rein, wenn man sieht, Mensch, der kämpft sich hier Stück für Stück immer weiter hoch. Na, also das einfach nur nochmal so mit in den Hinterkopf. Wir wissen nicht, was kommt. Es geht auch nicht darum, wer am Ende recht hat, wenn einer sagt, der sieht einen höher und der andere sieht einen tiefer. Darum geht's nicht. Na, auch wenn sich viele auf sowas immer schnell einlassen. Es geht wirklich darum, zu erkennen, von wo bis wo kann sich der Markt auf welche Weise wie bewegen und wie kann ich davon Geld mitmachen. Also wie kann ich da Geld mitmachen, wie kann ich den punktuell begleiten an bestimmten Teilstücken. Am Ende muss es scheißegal sein, ob der in einem Monat bei 11.500 steht oder bei 14.500. Geld müssen sie trotzdem verdienen. Das ist Trading. Na, und das muss man sich einfach auch immer wieder in den Kopf zurückrufen halt. Na, also ich sehe das auch immer wieder an dem Feedback, an den Reaktionen, dass einige das nach wie vor eher mehr als eine Art Hobby betreiben und sich einfach emotional jeden Tag mit dem Betteln halt, ne? So nach dem Motto, ich will, dass du heute das machst und dann ärgere ich mich, wenn du das nicht machst. Oder andersrum. Ja, aber davon muss es halt einfach wirklich weg. Es muss professionell werden, wenn sie Geld damit verdienen wollen, nachhaltig auch Geld damit verdienen wollen. Und da gehört halt so eine gewisse unterwürfische Haltung einfach auch mit dazu. Und vor allen Dingen auch die Akzeptanz, dass sie A, das nicht beeinflussen können, was passiert. Und B, dass es dem scheißegal ist, was sie machen und was sie denken und was sie wollen und wie die Nachrichten sind, das interessiert den Feuchten. Ne? Wenn der Bock hat zu fallen, dann fällt der und wenn der Bock hat zu steigen, dann steigt der. Mit der Charttechnik können wir das ein bisschen eingrenzen, wir können es einordnen, wir können eine gewisse Wahrscheinlichkeit einstellen, aber es ist trotzdem nicht so, dass wir eine hundertprozentige Garantie haben, dass das auch tatsächlich so kommt. Ja, deswegen einfach versuchen, die bestimmten Niveaus anzuhandeln, wenn sie sehen, der Markt reagiert dort, der triggert dort, der läuft das an, der macht das. Ne? Wenn wir sowas beschreiben hier, wenn der Markt hier unten die 900 verteidigt und wieder aufdreht, dann kann er bis 13.135 steigen. Ne? Wenn sowas die Grundthese ist und sie sehen, dass der reagiert, dass der verteidigt und dass der anfängt zu steigen, dann planst du das halt auch ein, dass er dann bis 13.135 stehen kann, wenn das die vorherige Prognose eben war oder die Idee dahinter. Ja, und dann nicht einfach nur zu dagegen. Ne? Aber sie kriegen das hin. Das kriegen alle hin, die es richtig hinkriegen wollen, die sich hinsetzen, die sich auch mal Mühe machen, die sich auch mal ein Trading-Tagebuch anlegen, die mit ihren Trades arbeiten, die mit ihren Positionen arbeiten, die mit sich selber arbeiten. Also wer mit sich selber arbeitet, sich Maßnahmen überlegt, wie er seine Trades gehandelt oder gesteuert oder kontrolliert bekommt und wer sich vor allen Dingen auch Gedanken macht, wie er sich selber eingepfercht kriegt, wie er sich selber kontrolliert und gesteuert kriegt, das ist das Wichtigste, dann bleibt Erfolg nicht auf. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt ein Kollege immer halt. Ne? Also, das ist dann nur eine Frage der Zeit, aber man muss an den richtigen Sachen arbeiten. Wenn sie immer nur am Glück arbeiten und aufs Glück aus sind und sich immer nur gegen den Ständen. Kann es passieren, dass sie halt die nächsten 20 Jahre kein Glück haben und dass das Glück erst dann kommt, wenn sie gar kein Geld mehr zum Traden haben. Ne? So, gut, Freunde. Also, das bisschen kleiner Auskosterer, Optionsscheine, die bleiben gleich oder die K.O.-Scheine. Brauchen wir, denke ich, nicht zu sagen. Ansicht hat sich jetzt nicht verändert von gestern. Und dann wünsche ich einen guten Auftakt. Den Amerikanern denken sie dran, 14:30, die kommen nun nach dem Wochenende erstmalig rein. Die haben das jetzt nicht so richtig wahrgenommen, was hier zum Montag gelaufen ist, beziehungsweise müssen die das jetzt auch nicht so unbedingt so doll gut oder schlecht finden. Ne, die kommen unabhängig rein. Und wenn sie sehen, die
wollen weiter hoch. Wollen die weiter hoch? Sind wir wieder beim Thema von vorn. Ja, wenn sie sehen, ah nee, da ist noch ordentlich der Wurm drin, dann geben sie denen ein bisschen Platz. Lassen sie die arbeiten halt, ne? Und dann kann man sich da auch noch ein paar Punkte mitnehmen. Gut, nee, was anderes kann ich gar nicht sagen. Wir fahren hier viel zu viel um Nebenkriegsschauplätze drumherum. Tagesschart muss man sagen, der hat natürlich jetzt eine absolute Vorlage nach oben gegeben, auch wenn ich diesem, ich sag's mal, Feiertagstag, auch wenn er im DAX ja keiner war, nicht ganz so viel Bedeutung zumessen möchte. Aber das ist schon eine klare Long-Ansage. Also das ist eigentlich wirklich eine Ansage. Kauf mich oberhalb von 13.125. Das will uns der DAX damit sagen. Und er sagt uns damit Richtung 13.300 und er sagt uns Richtung im Zweifel sogar 13.800. Hier weiter liegt jetzt diese obere Kante hier. Na, also sollte man sich vielleicht auch jetzt schon einen Zettel an den Bildschirm machen, oberhalb von 13.300 hat unser DAX schon nach oben gewisse Anziehungskräfte und kann sich hier durchmachen. Also sollte er zum Dienstag schon versuchen, sich unter der 13.300 zu halten, sonst wird es oben eng. Das muss man aus dem Tagesschart so mitnehmen. Ich würde das noch zurückstellen, solange bis wir es haben. Für mich sieht es ein bisschen aus, wie es kippt nach unten weg zum Dienstag, aber auch das muss ich erstmal bestätigen nun. Gut, Freunde. Also, ich hoffe, Botschaft ist angekommen. Ich hoffe, mir nimmt es auch keiner böse, wenn ich dann da doch manchmal ein bisschen ehrlicher und direkter antworte auch. Ich meine das nicht, ich meine das wirklich nicht böse. Ich versuche letztendlich schon irgendwo einfach nur zu helfen, ne? Und manche Sachen halt einfach mal ein bisschen drastischer dargestellt, besser im Kopf zu platzieren. Na, damit man es auch wirklich versteht und verinnerlicht. Gut, ich mach aus. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.